Hallo meine lieben Freunde der allgemeinen Relativitätstheorie, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 3, Episode Nummer 83. Ich schau noch mal, müsste 83 sein, weil ich 82 gerade hochlade. Ah ja, 83, Wahnsinn, jetzt habe ich schon, bei Fallout 4 bin ich bis 85 gekommen, da fehlt uns aber noch Luca World. Gut, also hier sind wir jetzt bei 83 und wir haben aber noch zwei wir haben noch zwei DLCs vom Season Pass und was weiß ich alles. Eins davon ist das vorletzte jetzt, es ist The Pit. Wir kennen ja alle Brad Pitt, genau. Den, also wir sehen hier unsere schicke Svetlana. Leider sehen wir nicht sehr viel von ihr, also weil sie da diese, naja, aber die Rüstung hat halt, weil ich ja hier ohne Cheat spielen kann, darf, soll, will, muss, also alles komplett ehrlich durchgespielt, hahaha, aber da muss ich ja immer so eine dicke Rüstung verpassen hier und das tolle glänzende Schwert hier, jetzt sieht man leider nicht sehr von der Svetlana. Außer hinten ihren schicken Drehgriff und dass die Rüstung in USA hergestellt wurde. War ja klar. Hätten wir jetzt aber, naja, wurscht, also. Ja, gut. Hier riecht es. Genau, und Aufgabe Pit. Nach Pit. Und wie kommt man dazu? Also ich bin hier rumgewatschelt und hier ist ein Funkturm. Man muss da, glaube ich, entweder mal schnappt das Funksignal auf oder was weiß ich, keine Ahnung. Also ich bin hier einfach rumgewatschelt, weil ich habe jetzt sämtliche Orte eingetragen durch diese eine, durch das eine extra, ich habe mir das eine extra besorgt, wo sämtliche Orte eingetragen werden. Aber natürlich habe ich noch nicht alle besucht, aber immerhin sind sie jetzt schon mal auf der Karte und ich war ja zuletzt in Oasis. Ah, da ist mein Alien-Schiff. Und wo ist jetzt Oasis? Das war auch irgendwo Klippenhütten. Da ist Oasis. Da war ich jetzt gerade drin und dann dachte ich mir, ich watschel mal darüber zu dem Funkturm. Und als ich diesen Funkturm hier erreichte, hat mich plötzlich der liebe Herr Wernher von Braun angequatscht. Der hier, Wernher von Braun, bekannt. Bekannt, beliebt, begeistert, bekannt durch Funk und Fernsehen. Werner von Braun, der hat die amerikanische, der hat die Amerikaner auf den Mond gebracht. Der gute Werner, mehr, recht viel mehr will ich jetzt oder soll ich oder darf ich, muss ich jetzt nicht dazu sagen. Werner von Braun, oder? Also der hat die Amis auf den Mond gebracht. Ohne den wären die dann nicht drauf, oder naja, wahrscheinlich. Ist ja wurscht. Also der Wernher von Braun. Ein mehr oder weniger berühmter, weil es halt auch umstritten ist. Weil der natürlich vorher die V2-Rakete entwickelt hat. Aber wie gesagt, lassen wir das Thema mal. Wir müssen jetzt Sklavenoutfit, ja, hahaha. Zwar müssen wir dann da zum Eisenbahntunnel watscheln. Entschuldige, ich muss gleich niesen. Na dann watscheln wir da mal hin, oder? Das wollte ich schon mal spielen und dann hat es aber nicht hingehauen. Au. Da jetzt runter. Nicht hingehaut, weil ich da die falsche. Also am PC auf Windows 10 geht's nicht, wenn man es normal startet, sondern man muss im Steam-Ordner die Fallout NG-Exe hernehmen. Wo bin ich jetzt hier? For Constantine. Na, dann nehmen wir das noch schnell. Also schauen wir schnell, dass er auf der Karte ist. Oh. Oh ne, hoppla. Hoppla. Da sind aber böse. Und wer, wo ist denn mein Kollege? Hm? Oh.
komische Töne. Ach, nee, oder? Ne? Hä? Wer ist denn das? Ja, nö. Was war denn hier los? Sag mir das mal. Hochleistungs... Soldat der Enklave. Oh. Hochleistungskies, den habe ich glaube ich schon. Höllenfeuer, hä? Den habe ich gerade an, oder? Nee, ich habe jetzt irgend so einen komischen anderen Käse an. Momentan sind wir sicher. Was war denn hier wieder los? Sag mal das mal. Powerhelm. Naja, ich könnte. Wenn man mehr tragen könnte. Energiezelle. Aha. Ich will das einfach nur auf der Karte haben, Mensch. Das gibt nämlich auch wieder Erfahrungspunkte. Gibt's hier nichts sonst mehr? Hochleistung zu. Also allein wenn du alle Dinge hingehst zu allen Punkten, da kriegst du schon Punkte. Ich will das jetzt auch auf der Karte haben. Also dass es auch entdeckt ist, damit ich da schnell hinreisen kann, notfalls. Habe ich schon erwähnt, das Ende Spiel fertig. Was ist da vorne? Sendeturm. Da waren wir auch noch nicht, schau. Kommen wir da rein? Oh. Komm, jetzt muss ich doch schon da sein. Ah nee, da komm, da ist wieder ein Idiot. Bombenlager. Was ist denn da wieder? Die Käse. Strahlung. Das sollen die Kacke. Ich bin doch... Nee, das ist ganz woanders. Ach, geh. Was ist denn dann das für eine Kacke? Bombenlager. Ah. Oh, ich krieg... Das ist das, oder wie? Ich krieg mehr... Ja, ja. Ich auch. Entschuldige. Wo geht's da hin? Wo geht's da hin? Ah, vor Konstantin jetzt aber. Kriminalbüros. 13 Punkte, siehst du? Ist doch schick. Offizierskartier, das. Naja, was gibt's da? Da stürzt das Spiel wieder. Ah nee. Stürzt das Spiel ab. Hä? Ich sehe die gar nicht. Wo sind denn die? Da, ich schau, ich sehe die gar nichts. Jetzt. Schuss, Altmetall, Rakete. Diese Gegend macht mir Sorgen. Ja, mir auch, langsam. Ach, ich muss zum Eisenband. Na gut, jetzt gehen wir mal dahin. Komm da raus. Ja. Ich sehe ja unten mein Ding. Diese Markierung da am Kompass. Müssen wir dahin watscheln? Ja. Das sind freundliche, oder? Na gut. Wieso sehe ich die immer erst in letzter Sekunde?
Ja, gut. Also, oh, da brennt was. Vorsichtig. Ja, ja. Da brennt die Luft. Ha? Bin schon fast da. Ah, da ist der, genau, da ist der Eisenbahntunnel. Was? Ah, Eisen. Und ich brauche noch ein Sklaven-Outfit hier, oder? Von dem Sklavenhändler? Muss ich jetzt mit dem quatschen? Aufgaben, besorgen Sie sich ein Käse-Outfit. Hier jetzt, oder wie? Sklaven-Outfit? Wo denn? Ach, da drin, oder? Nö. Achso, ich muss ja zu dem quatschen, oder wie? Ach nee, was jetzt? Was für ein Käse? Interesting. Das Spiel macht mich fertig. Gabenbergschlüssel. Au, oh, Munition. Au, ah, oh, nee, das ist alles rot. Okay. Achso, ich muss ich jetzt aber wahrscheinlich den Ding aufsperren, oder wie? Ja. Schlüssel verschwenden. Oh. Oh mein Gott. Im Ernst jetzt? Sie sind hier, um uns zu retten? Wohin gehen wir? Ah ja, ich brauche eure Klamotten, oder? Meine Sachen? Die ich anhabe? Schließlich haben sie uns geholfen. Ich werde da draußen in der Wüste schon irgendwie klarkommen. Keine Sorge. Ich ja, hat doch sowieso nichts an, sicher. Oder wie? Hier, bitte. Zerfetzt ist Graben. Jetzt hat er plötzlich ein Hemd an. Entschuldige, ich muss mal kurz schneuzen. Sekunde, Moment, Entschuldigung. gut, und jetzt ab hier, bevor ich mir danke. Danke. Wir sind ja freundlich. Ja, gnädige Frau. Oh, gnädige Frau. Jawohl. Nochmals Freunde. Vielen Dank. Sie sind wirklich zu gütig. Und jetzt? Pizzgabe. Aber ich habe ja jetzt, oder? Was ist mit den Idioten? Kehren Sie zu Werden her zurück? Oh Gott. Muss ich. Ach, der steht jetzt. Der ist jetzt da in dem Tunnel, glaube ich, oder? Kann ich mal mein Dolch einstecken? Kehren Sie zu Werden her zurück. Ausgezeichnet. Ah. Sie haben meine Verkleidung. Gut, wunderbar. Jetzt kann es losgehen. Wir treffen uns beim Tunnel Richtung Pit. Besorgen Sie sich, was immer Sie für diesen Trip brauchen. Erfüllt. Reisen Sie nach Pit. Ich bin Ihnen gefolgt. Ach ja, so weit war ich schon mal. Mich verborgen zu halten, wenn ich nicht gesehen werden will. Haben wir noch Fragen? Schießen Sie los. Holen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns dann beim ersten Tunnel nach Pit. Ohne mich werden Sie den Weg nämlich nicht finden. Ja, gut. So wurde die Stadt auf den Rücken von Sklaven erbaut. Der redet wenigstens halbwegs schnell. Und unser Leid ist groß. Was möchten Sie noch wissen? Muss ich jetzt, An der Spitze sitzt ein Kerl namens Asher. Keine Ahnung, wo er herkam. Aber er ist stark genug, alle anderen Bosse in Schach zu halten. Die Bosse, nun, sind ein bunt gemischter Haufen. Das sind kleine Dreckschweine. Aber sie haben die Knarren und damit die Macht.
Hoch. Asher sorgt dafür, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen und uns immer schön zur Arbeit zwingen. Midea hilft uns. Hoch. Sie ist auch Sklavin, wie ich. Sie trommelt die Leute zusammen. Sie wird wissen, wann es soweit ist. Einige von uns wohnen in Pitribor, wirklich die meisten. Manchmal bekommen die Leute Kinder, bevor sie krank werden. Aber der Bedarf nach Sklaven ist gewachsen. Wenn die alle so schnell sprechen würden. Sie zu importieren. Haben Sie sich schon mal gefragt, wieso es hier so viele Sklavenhändler, aber kaum Sklaven gibt? Die Händler in dieser Gegend versorgen Pit. Pit heißt doch Grube, oder? Alles klar, Held. Held. Was möchten Sie noch wissen? Nee, das war's. Alles klar, Held. Was ist Pit? Was wollen Sie denn genau wissen? Nach dem Krieg hat sich die Stadt in ein Drecksloch verwandelt. Die Gebäude zerfielen und die Krankheiten haben die Leute gegen den Krieg aufgehetzt. Einige von ihnen verändern sich. Sie wissen ja gar nicht mehr, wer sie sind. Sie töten, bumsen und fressen nur noch, wie die Tiere mal. Manchen geht es noch einigermaßen gut. Ja. Jedenfalls kamen vor rund 30 Jahren dann diese Bruderschaftstypen und machten alles so platt. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Sie haben das ganze Krankenpack getötet. Alles, was zu kampflustig war. Kaboom. Danach nahmen sie mit, was sie gesucht hatten und gingen wieder. Na, warum muss ich so übel Pit jetzt doch warum sein muss es gab ich noch schlimmere auch fragen? Zeiten, viel schlimmere. Es herrschte Chaos. Jeder war auf sich allein gestellt. Etwa um die Zeit, als ich geboren wurde, fegte die Bruderschaft durch die Stadt und tötete alles, was sich zu wehren wagte. Die halbe Stadt war tot, als sie wieder gingen. Naja, gut, ich dachte, bloß manchmal kommt aber ja da noch irgendwas. Die Schlimmsten hatten sie ausgemerzt. Irgendwas wenn raus, die Bruderschaft nicht geworden wäre, hätte es Asher, glaube ich, nicht geschafft, derart die Macht an sich zu reißen. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist scheußlich. Und es wirkt sich auf jeden anders aus. Doch je länger man dort ist, desto schlimmer wird es. Einige werden einfach krank und sterben. Andere werden verrückt und verlieren völlig den Verstand. Sie leben in der Stadt. Die haben wir zu oft Fallout gespielt. Und die Schlimmsten, hoffe, dass sie denen niemals begegnen, werden zu Tieren und vergessen, wer sie sind. Sie töten, bumsen und fressen nur noch. Aber dieses Heilmittel kann dem ganzen Spuk vielleicht ein für alle Male ein Ende bereiten. Das Spiel ist aber 18, oder wie? Wer lebt die dort? Die Stadt wurde auf dem Rücken der Sklaven. Meine Leute aber. Ja, ich frage jetzt nimmer, weil sonst erzählt er mir sonst. Sie haben die Stahlwerke wieder in Gang gesetzt. Erzählt mir Sachen, die ich gar nicht wissen es, wollte. Stahl einzuschmelzen und umzuschmieden. Ach, Stahl, das für ist. Aber der Kerl an der Spitze, Dingster. Dieser Asher, hat mit Sicherheit einen Plan. Darauf können Sie Gift nehmen. Stahl. Ja, jetzt weiß ich eigentlich alles, oder? Ich muss jetzt. Wir zählen auf Sie. Stahl, kennst du die, naja, was heißt Sheffield Steel von Joe Cocker? Wo muss ich denn jetzt hin? Es ist schon verblüffend, dass Ihnen die Leute. Was soll ich jetzt machen? Reisen Sie nach Pit? So sehr trauen, dass sie mich nicht angreifen. Ach so, jetzt muss ich in die Dings gehen, oder? Ja, das kann ich alles entnehmen. Ja, da muss ich jetzt alles abgeben und meinen Kollegen auch noch loswerden. Wahnsinn. Müssen wir da speichern, warte. Gut. Da hat es das letzte Mal. Genau, weil ich da, der Wagen war es nicht da, das letzte Mal. Bevor wir gehen, noch eine letzte Sache. Genau, der Wagen hat gefehlt. Ruhig, Blut. Es geht nicht um Sie. Entschuldigung. Es geht um Ihren Begleiter. Unsere Vorräte reichen nur für zwei. Wir können ihn nicht mitnehmen. Außerdem können wir einen, was immer wir da im Schlepptau haben, echt nicht gebrauchen. Echt nicht. Er zieht nur unnötig Aufmerksamkeit auf uns. Ja, so ist das nun mal. Sie können sich ihm wieder anschließen, wenn Sie zurückkommen. Los jetzt. Los jetzt. Also jetzt muss ich auf den Wagen gehen, Handkarren. Dieser Tunnel mündet in in einem komplizierten Netz von Tunneln und alten Highways, die rau und entbehrungsreich sein. Sie werden nur wenige Vorräte haben und sie können erst wieder zurück, wenn sie Naja, müssen wir wohl machen, oder? Holla. Och. Ist so Geschichtsmuseum. Das muss ich mal jetzt aufschreiben. Geschichtsmuseum. Gott im Himmel, wo ist denn das? Forks ist im Geschichts...
Mit Stift. Fox. Sonst finde ich den immer. Fox ist im Geschichtsmuseum. Oh, oh. Geschichtsmuseum. okay. Ui, 13 Punkte. Huch. Na, wenn das mal gut geht. Ich werde vorne. Huch. Holla. Kann ich da selbst wieder zurückfahren? Oh. Muss ich jetzt dem hinterher watscheln, oder? Habe ich doch gemacht, oder? Also, ich brauche noch eine Lösung. Hahaha. Ha, ha. Ja? Nun, ich denke, das unterscheidet uns voneinander. Ich hab Mumm. Huch. Nee, das ist der Gute. Mhm. Oh, weia. War mal eine andere Waffe, oder? Nehmen wir ruhig mal die her. Wo ist einer? Bester Werner. Speichern. Alle 10 Sekunden speichern, weil kackt sonst ab. Da ist er sonst keiner. Was muss ich denn jetzt machen? Dahin? Oh. Dem hinterher wahrscheinlich, oder? Hihihi. Huch. Oh, oh. Ich kann nur bis hierher mitkommen. Ab jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Wenn sie sich wie ein Sklave verkleiden, sollten sie die Tore problemlos passieren können. Auweia. Wenn sie einmal drin sind, suchen sie eine Sklavin namens Medea. Sie wird ihnen helfen können. Ach du Scheiße. Denken sie dran. Ihr Ziel ist es, sich Zugang zu Escher zu verschaffen. Kann sich doch keiner merken. Zu finden. Sobald sie es haben, melde ich mich bei ihnen. Kann ich sicher keine Waffe reinschmuggeln? Naja, gut versteckt können sie vielleicht eine kleine Knarre oder ein Messer an ihnen vorbeischmuggeln. Ich kann das für sie organisieren. Wenn man sie aber damit sieht, kann ich nicht versichern, dass man sie nicht einfach niederknallt. Huch. Wollen sie die Knarre oder das Messer? Oh weia. Warte. Erhalte dir sie anschaffen. Oh weia, ja. Und was? Sie erschießen mich dann, oder wie? Wenn ich jetzt mit Knarre reingehe? Warte, entschuldige, ich muss mal... Ach du Scheiße. Na gut, gehen wir mal ohne rein. Besser so. Genau. Und wissen Sie, was Sie zu tun haben? Nein. Achso, reingehen und mit dir. Genau. Viel Glück. Wir zählen auf Sie. Und jetzt? Huhu, ich hab aber noch alles, oder wie, oder was? Oh, nee.
Keine Aufgabe? Ja, wie? Muss ich jetzt das Sklavendings anziehen oder wie? Ach komm, das ist doch zum Scheiße schreien. Ja, und die Waffen, muss ich die jetzt hier ablegen oder wie oder was? Oder ich kenne mich nicht aus. Gegenstände, Sklavendings anziehen oder wie? Sklave, zerfetzte Sklavenoutfit, oder? Huch! Entschuldige, warte, Moment, müssen wir den Helm noch ablegen, oder? Huh! Und jetzt? Ich hätte gedacht, ich habe alles abgelegt, oder wie? Hä? Ich werde wahnsinnig. Ich muss mit dir treffen, oder was muss ich noch? Mensch, Mann, Meier. Warte, entschuldige, kurze Pause. Ich muss mal, jetzt scheint die Sonne rein. Moment, entschuldige, ich muss mal ein bisschen das Rollo zumachen. So, ja, alles live hier, ohne doppelten Boden, sonst sehe ich ja nichts mehr. Aufgaben, gar nichts. Midea finden, oder wie? Nee, Midea finden. Warte. Gegner. Naja, gut, gehen wir einfach mal die Svetlani. Einfach mal rein. Gegner. Weia. Was muss ich denn jetzt? Was soll ich denn hier? Pitbrücke? Ey, wieso habe ich keinen Dings hier? Mit dir? Und wo ist die? Tante? Ah ne, da sind Minen. Kann ich die jetzt entschärfen? Warte. Scheiße. Au. Hab doch schon einen blöden Hund gehört. Da geht's nicht weiter. Witziges Spiel. Wo soll ich denn da reinkommen? Wo soll ich denn überhaupt hin? Kann man das mal irgendein Idiot sagen? Ach, das Spiel ist so ein Kack. Was ist mit dem Hund? Was ist mit dem blöden Hund? Da komme ich auch nicht rüber, oder? Ach, geh. Wo soll ich denn hin, Mensch? Komm mal.
Warte mal, Moment. Das kann doch nicht sein. Pit, nach Pit. Am Ziel angekommen, kümmert euch um die Pit-Räder. Anschließend öffnet Werner das Tor für euch. Eure Aufgabe ist, um Pit zu betreten und mit ihr ausfindig zu machen. Passiert dazu die Pit-Brücke. Vorsicht. Wie soll ich da drüber kommen? Genau. Wie soll ich denn über die Brücke kommen? Da ist zu, oder? Schau, da komme ich nicht drüber. Komme ich da auf der anderen Seite rüber? Ah, das Spiel ist so ein Kack. Und habe ich jetzt keine Waffe mehr, oder wie? Huch, ich habe doch Waffen. Witzig. Geht's dadurch? Passiert dazu die Pitbrücke, Bärenfalle. Bärenfalle und Schärfen. Wo? Ach, wie soll ich denn da rüberkommen? Ihr Käseheidis. Ich meine die Lösungsschreiber. Jetzt muss ich erst den Hund ausnocken. Wie soll ich da bitte jetzt rüberkommen? Ja, Arsch. Entschuldigung. Au, warte. Ich werde noch wahnsinnig. Für eine Handvoll Dollar Punkte. Was ist die? Wo kann man das essen? Blechdose brauche ich nicht, oder? Was ist das da? Magerfahrte. Naja, da, wenn ich das 1000 Mal mache, dann habe ich Levelaufstieg, schau. Au! Nicht in Sch- oder? Speichern. Oh, Strahlung. Mann, da ist überall Strahlung. Und da schießt einer. Wieso schießt da einer? Wieso schießt denn da einer? Was ist da los? Och. Oh Gott. Was ist denn das jetzt mit den Dreckswaffen? Muss ich die ablegen oder wie? Ich muss jetzt die mit dir auffinden, oder?
haben nix. Die haben nix. Ah. Gibt's da was? Nee. Was steht da? Down? Train Tunnel? Mensch, da sind überall Minen. Ach komm, Kack. Laden. Warte mal, da war irgendwas von, warte, Moment, passiert dazu die Brücke und marschiert nach rechts zum Tor. Mhm. Ist da, oder? Kommt doch glatt noch ein Sklave nach Hause. Ah, das Spiel noch nicht fertig. Am liebsten platt. Ja. Warum sollte ich? Warte. Was zum? Sieh mal einer an. Wo hast du denn den ganzen Krempel her? Egal, gehört jetzt mir. Danke, Hiwi. Hab heute scheinbar das Große losgezogen. Also rein mit dir und zurück an die Arbeit. Das nächste Mal wirst du den Trox da draußen als Spießer wird. Ui, diese Lana, oh, hier im schicken Outfit. Jetzt habe ich keine Waffen mehr, oder wie? Hat der mir jetzt die Waffen abgenommen? Entschuldigung. Oh, oh, schau, ich habe gar nichts mehr. Nö, nicht mal mehr Stimpacks, ach komm. Ach, das ist vielleicht kacke. Nur noch den Anblick der hübschen Svetlana. Oh, oh. Der gibt man das auch wieder zurück, oder? Und jetzt? Oh. Toll. Blblblbl. Lauft ein paar Meter. Also jetzt muss ich wahrscheinlich da reingehen, oder? Aha, 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 aha. Oh, oh, hoch, 195. Aufgabe erfüllt nach Pit, hoch. Deine Freunde sind tot und du bist es ebenfalls, wenn du nicht redest. Ungeschützte, ja. Ich sag mal nichts. Nehmen Sie Kontakt mit Medea auf. Na, die steht da vorn. Nola? Medea? Die hockt da unten. Pitzgabe. Spitzgabe. Oh, die sind hier schwer am Arbeiten. Spitze, wo ist denn die? Midea? Spitzgabe. Das da, oder? Hä? Oh, weia. Da? Urne hat sie geschickt, nicht wahr? Gut. Er hat also endlich jemanden gefunden. Wir dürfen nicht so offen miteinander reden. Kommen Sie so bald wie möglich in mein Haus. Dort werden wir uns dann unterhalten. Muss ich dir hinterher watscheln? Oder? Wahnsinnsspiel. Das ist Ground Zero. Ah. Nee, da soll man keine Witze machen. Die Wachen beobachten mich unablässig. Ja, und?
Und? Toll. Toll, toll. Die Wachen beobachten mich unablässig. Mhm. Tolles Spiel. Macht unheimlich Spaß. Holla. Die sind hier alle so leicht angezogen. Oh. Entschuldige. Guck, guck. Holla. Huch, jetzt habe ich meine Tante verloren. Ach da. Macht weiter. Ohne mich. Mhm. Ah, kann man da was klauen? Ah, ich muss schlafen. Speichern. Aha, und jetzt da rein, oder? Mit Dias, kann man sonst noch was klauen? Nuka-Cola. Oh, das kann ich klauen, oder? Weil ich brauche jetzt hier erstmal hoppla. Naja, weil ich habe jetzt kein Stimpack und nichts mehr. Bügeleisen. Nee, das brauchen wir nicht. Gehen wir da rein. Gut. Och. Wir können jetzt reden, aber nicht zu lange. Die haben sie hier reingehen sehen. Mhm. Und wenn sie zu lange bleiben, werden sie kommen und sie suchen. Ich habe einen Plan, um sie in Ashers Palast zu bringen. Aber wir müssen warten. In der Zwischenzeit müssen sie sich unauffällig unters Volk mischen. Entschuldige, warte, ich schaue mal in meine Lösung. Kann man... was genau geht hier keine vor? Ahnung, das dauert jetzt wieder 3 Stunden. Aber die Wachen reagieren gewöhnlich nicht sehr freundlich, wenn man untätig rumsteht. Sie müssen schon so tun, als ob sie arbeiten. Oder man wird sie schnell auf dem Kieker haben und herausfinden, dass sie nicht von hier sind. Draußen vor dem Stahlwerk liegen ein paar alte Stahlbarren herum. Und an und wann erteilt der Vorarbeiter den Auftrag, sie einzusammeln. Es ist praktisch ein Todesurteil, das sie aber nie selbst aussprechen. Nein, die Wahl, wer nach draußen gehen soll, überlassen diese Schweine uns. Ach, das finden sie nicht gefährlich, wenn es von Trox nur so wimmelt? Besorgen Sie sich von Marco eine Waffe, das klingt gut. Die sind genau das, was die meisten von uns nie zu werden hoffen. Aber die Verseuchung erwischt mehr oder weniger jeden. Die meisten haben mit einer Art Krebs zu kämpfen. Manchmal harmlos, manchmal nicht. Andere werden durch die Verseuchung in den Wahnsinn getrieben. Wenn's nicht tödlich ist, verändert es einen. Sie werden zu Tieren, entstellt und entmenscht. Grässlich. Sie sind überall und töten alles. Ah, wo kann ich Waffen bekommen? Da kann ich nicht weiterhelfen. Aha. Ich würde mich mal umhören. Vielleicht hat Marco im Walzwerk was. Marco im Walzwerk. Hat aus einigen unserer Werkzeuge Waffen gefertigt. Vielleicht hatten die toten Bosse draußen auf dem Werkshof ja Waffen bei sich. Sie... Was war das? Was geht hier drinnen vor, Midea? Wer ist dieser Hiwi? Nichts. Nichts, Sir. Mhm. Ich habe diesem neuen Arbeiter lediglich von der Arbeit erzählt, die der Vorarbeiter angeboten hat. Ach ja? Dann wird also sie zum Werkshof hinausgehen, was? Ja, Sir. Ich sagte ihr, was sie wissen muss. Sie weiß Bescheid. 10 Barren, so schnell wie möglich. Na schön, ich hoffe, du hast dich auch verabschiedet. Die Show ist zu Ende. An die Arbeit, ihr Coolies. Hier drinnen stinkt es immer so. Daran gewöhnt man sich aber. Mhm. Kann man hier was klauen? Nicht. Aha. Nichts mit Soße. Banco.
Aha. Werkshof. Was? Also ich muss zuerst sagen, oder wie? Haltet euch an die Markierung, um zum Stahlwerk zu gelangen. Folgt dem Pfad nach vorne, biegt dann rechts ab und marschiert an der Stiljard-Markierung vorbei. Lauft weiter bis zu einem kleinen Rahmen in der Aufschrift. Da findet sich Marco. Na gut. Folgt dem Pfad nach vorne, biegt dann nach rechts ab und marschiert an der Stiljard-Markierung vorbei. Starke Arme du hast. Wobei, da komme ich nicht weiter, oder? Nee. Da geht's nicht weiter. Oh, ich liebe dieses Spiel. Komme ich da durch? Nee. Jetzt kann ich mich, warte mal, da will ich wieder die Waffe erst. Lauft weiter bis ihr zu einem kleinen Raum mit der Aufschrift Arena Downtown gelangt. Arena Downtown. Stahlwerk? Oder soll ich da rein? Was ist denn das? Immer mit der Ruhe. Irgendwann wird auch alles wieder besser. Soll ich jetzt da rein oder wie? Downtown? Nee, da bin ich jetzt falsch, oder? Ah, das Kackding. Pit Werkshof, da ist der, oder? Muss ich wieder raus, oder? Da ist aber überall zu jetzt, oder wie? Ach geh. Das Spiel ist kacke. Jetzt ist da überall zu. Wo kriege ich jetzt die Dreckswaffe her? Arena Downtown, Uptown, Hit. Ach komm, das Spiel ist kacke. Und da komme ich aber nicht mehr raus irgendwie, oder? Warte, entschuldige, komme ich da hinten auch nicht raus, oder? Nee, da waren wir schon, oder? Da komme ich auch nicht raus. Wie gegangen bist. Gib mir nur 20 Sekunden.
Wo geht's da hin? Erforderte Schlüssel. Nee, ach so, da kommen wir auch nicht weiter. Ach, geh. Das ist ein echt Kackspiel. Kackspiel. Ah, Entschuldigung. Da komme ich nicht raus. Also, ich kann nur in das Stahlwerk, oder? Mann, das Spiel macht einen fertig. Wow. Boah, schau hin. Oh nee. Zwei Ziel. Aha. Achso, jetzt warte mal, folgt dem Pfad nach vorne, biegt dann nach rechts ab. Folgt dem Pfad nach vorne, ach hier drin wahrscheinlich, oder? Biegt dann nach rechts ab. Das Zielyard, achso, hier drin ist es wahrscheinlich, oder? Auf Seite bis biegt er nach rechts ab, marschiert an der Zielyard-Markierung vorbei, auf Seite bis zu einem kleinen Raum mit der Aufschrift Arena Downtown. Aha. Warte, das ist vielleicht hier. Arena da, ah, da ist es. Arena Downtown, da befindet sich Mark. Co. Ich höre seltsame Geräusche. Hörst du auch seltsame Geräusche? Marco. Hey, nicht so laut. Die Bosse dürfen auf keinen Fall mitbekommen, was ich hier mache. Was ist denn auch? Ich baue Waffen und davon jede Menge. Es tut sich was. Und zwar bald. Ich sammle den Schrott, den wir im Hof finden. Bastel daraus mit unseren Werkzeugen Waffen, mit denen wir gegen die Bosse kämpfen können. Sprech mit ihm. Ja, Midea hat mir schon von Ihnen erzählt. Werner hat sie geschickt, stimmt's? Ich kann Ihnen helfen. Hier, die ist für Sie. Eine automatische Axt. Schön, nicht? Ich baue sie aus alten Autoteilen, die mir die Sucher aus der Stadt mitbringen. Sehen Sie zu, dass sie gute Anwendung findet. Aber Vorsicht vor den Bossen. Eine falsche Bewegung und sie sind erledigt. Aha, gut. Lieber mal Wahnsinn, das ist ja tolle Gegend hier. Hilfe? Durch die richtige Anwendung können die Verletzungen dieses Mannes. Sie können ihn nur erlösen, indem sie sein Leben einen Situka. Was kriege ich dafür? Was ist so? Warte! Moment! Erstmal speichern. Mal schauen, was dann passiert. Was passiert? Was sagt die? Sie behandeln seine Fälle? Und jetzt? Tolle Idee, diesen Gipskopf wieder zusammenzubringen. Huch, die schaut lustig aus. Er hat mindestens noch eine Woche, bis er vor Erschöpfung tot zusammenbricht. Die schaut doch echt lustig. Entschuldige. Ja und? Habe ich jetzt, kriege ich da nichts dafür? Kollege? Ich kann jetzt nicht reden. Toll. Naja, gut. Lassen wir den mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich dann zu dem anderen Dings. Holla.
Wahnsinn, schau, schau dir das an hier. Wahnsinn. Da rein, oder? Ach, du bist heute der Glückspilz, der für mich auf Barenjagd geht. Ja? Schön, endlich mal ein wenig Enthusiasmus zu sehen. Na dann mal los, folge mir. Wow, es ist wenigstens hier so halbwegs bisschen farbiger. Toll, schickes Ding. Muss ich den Typen da oben? Und erstens wirst du schon einige zu Gesicht bekommen. Oh weh. Und wenn du die überlebst, wirst du wahrscheinlich den Verrückten in die Arme laufen, die auf dem Hochofen leben. Wow. Mal, kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und in der Nähe der Tür krepieren? Dann muss ich nicht so weit laufen, um deine Leiche zu plündern, weißt du? Hier ist die Tür. Geh und schnapp dir ein paar Barren. Und komm erst wieder, wenn du mindestens 10 hast. Bring sie mir und ich werde mal sehen, ob ich eine kleine Belohnung für dich klar machen kann. Gut, jetzt haben wir eh schon wieder eine Stunde gespielt. Schick. Gut, dann speichern wir hier. Kann man da was klauen? Nee. Gut, müssen wir hier speichern. Ja, an dieser schicken Stelle speichern wir mal und ja, und hoffe, es hat dir gefallen und hoffe, du bist beim nächsten Video dabei mit der schicken Svetlana. Und danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.